Wir haben eine ganz coole Tri-Lane hier oben. Kunkka, Ogamagi und mich, Necrophos. Das sollte eigentlich ganz gut passen. In der Mitte Morphling und ein Offlane Jakiro. Von mich nicht so wahnsinnig überzeugt, aber schauen wir einfach mal. Gut, gut, gut. was nehme ich denn noch? Eine Healing Salve nehme ich noch mit. Baue ich mir den Stick, Magic Wand. Nee, ich baue mir den Stick. So. Don't Gate Rapier. War dem letzten Spiel dabei. Und hat jetzt Angst. Na, ein bisschen zu spät losgelatscht. Die Rune kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Now, murder each other for my amusement. No escape. I'm under attack. No, wenn der Silence so lange was in der Mitte verpasst, wenn ich ihn als Support von der Mitte weghalten kann. Gibt Schlimmeres. Jetzt gehe ich mal hoch. AA und Slark auf der Offlane. Wie es aussieht. Ich versuche mal. Ups, warum geht denn hier unten lang? Soll doch hier hoch lang gehen. Warum hilft denn der Kunkka mal gar nicht? Okay, jetzt hilft er doch. Ja. Na, noch die Potion wenigstens dispellen. Hätte der Kunkka ruhig ein bisschen früher helfen können und damit das First Blood verhindern. So, jetzt soll er mal da schön die Last Hits machen. Na? Was hat er eigentlich? Tidebringer und Torrent. Sauber. Den Killer da gut gemacht dafür. Interessanter Start hier oben. Mal gucken, wie das weitergeht. Ich brauch mal ein Last Hit. Na, wohl geht das auch ohne. Dann hole ich mir nämlich jetzt schon mal den Ring of Regen, damit ich hier oben ein bisschen entspannter bleiben kann. So, jetzt können wir mal kurz schauen, wie es mit... Ne, ich will noch Level 3 für Sadist und dann... Kann ich mal... an Pullen denken. Schade, dass ich keine Tangos habe, sonst könnte ich da durchpullen.
Wie sieht es eigentlich hier aus? Kann man polen? Ja. Ich will einfach gleich mal und dann von da die rüberholen. Das machen wir so. So. Teilen wir den Leuten das mal mit, dass sie wissen, was los ist. Kann ich hoffentlich jetzt die Palast-Hits auch machen und damit halt, hüps, eh nur die zwei gepolt, okay. Dann brauche ich auch nicht rüberpolen. So, Sadist, bisschen am Ticken. Und damit habe ich schon fast wieder volle Lebenspunkte. Ich hole mal den Flying Courier. Er schreibt es auch gerade. Wie wär's mit dem Deny? So, mal ein bisschen was auf den Tower geben, wenn es sich ergibt. Nö, gar nicht so schlecht. Komme ich noch rechtzeitig zum Pullen. Ohne Boots war noch recht langsam. Ja, kommt schon noch hin. So, und diesmal kann ich dann auch die von der Seite rüberziehen. Your bottom tower is under attack. Ach, jetzt habe ich es auch noch. Ich breche mal die Attack ab, weil ich es nicht so knapp haben möchte. Hä? Warum sind die jetzt schon umgedreht? Sehr geil. So, naja, komm, ich habe keine Lust mehr. Ich gehe nur bis hierhin mit, höchstens. Die sind ja geil drauf. Decke. Ich komme. Missing top. Oh nein, lässt man den Kunker allein, ist da oben gleich vorbei. Geben wir ihm mal einen Heal ab. So, immerhin habe ich jetzt Boots. Das ist mir mal ein echtes Anliegen. Mit diesen 92 Move Speed hier rumzukriechen, ist ganz schön ätzend. Silencers hier oben. Naja, wenn der Morphling ein bisschen Free Farm hat. Sauber. Sehr schön. Die Sache ist, jetzt ist keiner unten. Ich brauche wieder ein bisschen Platz im Inventar. Hole ich einfach den Tower und gut ist. Sauber, den ersten Tower haben wir schon mal. Der soll sich mal oben die Rune holen, ich hole mir die unten. Der hat kein Town Portal. Slark ist hinter ihm. Das sieht nicht gut aus.
Und jetzt warten wir auf Kunker. Was hatten die PA bisher? Faceboots, man weiß natürlich nicht, was sie sonst hat. Der Turm hat noch 350 HP. Was hat der Kunker bisher? Auch nur Faceboots und 1,5. Gucken, worauf der so spart. Das Problem ist ein bisschen jetzt gerade der Jakiro. Er hat Ice Path. When last we left our heroes. Nicht sehr nett. Where were we? Radiant was pushing. Or was it? Okay, never mind. Na, geht schon wieder. Everyone just go bottom. Sauber. PA gekillt. Und es lag sogar fast. Und Ayo wieder runter. Wie nett, dass der Ayo da noch vorbeigekommen ist. Wisp, das war sehr cool. Schöne Sache für uns. So. So, was baue ich als nächstes? Das ist so ein bisschen die Frage jetzt. Lass mal hier unten ein bisschen pushen, wenn wir gerade alle da sind. Weil die anderen sind auch gerade oben. Ja, ich bringe mir doch jetzt mal auch das Rezept, damit ich halt Platz für einen Townportal zum Beispiel habe. Für genau solche Situationen. Ups. Sehr schön. Jetzt kann ich auch mehr als 10 Charges raufkriegen. So. Ja, Power Threads. So. Lass ich auch erstmal auf Stärke, damit ich ja nicht ganz so schnell down gehe. Oh, ich habe das Town, ich habe ja das Kurier-Upgrade gemacht. Könnte Jakiro oder Ogamagi jetzt mal die nächsten Wards holen. Ich will jetzt mal Level 6 werden. Komm. Schade, dass ich mein Ulti noch nicht habe. Das wäre nämlich mal was. Endlich den Ulti! Wie lange dauert das denn? Gleich bin ich Level 6. Dann sind solche Leute nämlich auch Geschichte. Und ich renne nicht wie blöd hinterher und krieg nichts. Na. The enemy's top tower has fallen. So, der hat sich eine ganz schön blöde Situation als gebracht. Leider sind, obwohl er so weit vorne war, meine Teammates nicht ganz so hell und schnell. Hell und schnell? Leider nicht. Den hätten wir locker kriegen sollen, den Silence an der Stelle. Oben sind 3. Autsch.
Der Silence war nicht so gut. Ja. Du musst mal deine Waveform nutzen, wenn die low sind. Ne, das hast du natürlich zum Escapen, ist der Vorteil. Das Silence nervt. Silence ist gar nicht mal so gut. Ich will mir auch keinen BKB dagegen holen. So, jetzt aber. Silence ist raus. Na, da verziehen sie sich jetzt gerade immer. Immer gerade ein bisschen zu früh, Säcke. So, damit die wardet. Ja. Versuch du's ruhig mal. Irgendwie ist unser Teamplay ein bisschen komisch. Ich bleib jetzt mal weiter hinten. Bin manchmal nicht ganz sicher, wie wir als Team rumlaufen, warum wir nicht da zusammen vorne stehen. So, den sind wir mindestens mal los. Endlich mal ein Ulti rausgekloppt. So, bei Tauern führen wir immer noch ganz gut. Sollte auch so bleiben. Wie viel... Ey, immer der Silence. Ja, komm. Sehr schön. 2 für 2. Ich überlege gerade, ob ich noch einen Mechanismus baue. Jedes Mal der Ulti für mich. Der Silencer geht mir etwas auf den Sack. Oder ob ich eher einen BKB baue? Ich glaube, ich baue eher einen BKB. Oder ein Dagon. Der alte Spaß. Und zumindest das kann ich schon mal holen. Das tut ja nicht weh. Auch wenn ich es dann nicht das Dagon weiterfolge. Das hängt ein bisschen von den nächsten Minuten ab. Beim BKB ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ist auch gegen AA nicht schlecht. BKB hole ich mir so oder so. Und dann Level 1 Dagon, BKB, Aghanims. Das wäre so ein bisschen der Plan jetzt gerade. Mal schauen, wie das hinhaut. Ja, da steht eine Illu, super. So, wir müssen halt irgendjemanden jetzt mal erwischen mit einem Stun. Ulti habe ich auch ready. Na gut, wenn ihr euch alle zeigt, dann werden die wohl kaum kommen. Wie lahmarschig der blöde Nekro ist. 3,40 jetzt auch nur. Dann nimmt er halt die Rune. Sollen wir jetzt irgendjemand mal finden und sofort disablen, ist gut halt. Stun, Nuke, meine Ulti-Kombo. Und gut ist.
Der Kunker inzwischen sein Shadow Blade. Sammeln wir uns mal für einen Smoke und dann gehen wir mal ganken. Da lang. Na gut. Na gut. Sollten wir zusammenbleiben. Schnell nach oben. Sehr schön. Hat sich doch mal gelohnt. Und dann, glaube ich, mit diesem kleinen Erfolg gönne ich mir auch meinen Dagon. Ja. Sehr schön. Autsch. Ha, der Crit tat mal weh. Vom Dagger. Habe ich irgendwie verpasst, dass der Morphling plötzlich weg war? Das habe ich echt nicht mitbekommen, dass der Morphling plötzlich weg war, weil eben mitten im Kampf noch dabei war. Und die anderen hat es anscheinend auch nicht mitbekommen. Naja, kann passieren. Ja, sauber. Hat er kein Chip? Mit dem Ogre-Stun super zusammen. Sauber. Sehr schön gemacht vom Morph. Schade, dass der Kunker da kein Schiff gestartet hat in den Kampf. Das hätte das mal easy gewendet, das Blatt. So, jetzt habe ich den Ulti wieder ready. Der hat eben 5 Sekunden leider noch gefehlt. Na, gehen Sie noch alle nach oben? Haste. Jungs. Schade, dass sie nicht früher gekommen sind. Da hätten wir... Ups. Na, sind hier nicht alle da weg, oder? Anscheinend doch. Waren wir zu langsam. Hätten die... Da hätten wir die echt schön erwischen können als Team gerade. Schade, dass es nicht geklappt hat. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Ja, ich würde durchaus
damit hinporten, aber nicht so. Na komm. Ja, so irgendwie. Okay, was geht da in der Mitte gerade? Das sieht nicht gut aus. Ich will dann unten den Tower verteidigen. Haben sie doch noch ganz gut alleine gedreht. Please report Kunkka. Schon wieder. Ja, ein Schiff wollte er anscheinend schon wieder nicht machen. Nicht so sein Ding. Dieses Schiff. Diese Schiffsscheiße. Damit gibt er sich überhaupt nicht ab mit so einem Quatsch. So, ein Town Portal. Wer hat eigentlich von denen die Wards? Er hat noch zwei. Na gut, wir könnten mal wieder einen Smoke nehmen, das mache ich diesmal. Let's Smoke hört sich immer ein bisschen anders an, als man das eigentlich meint. So, als nächstes gibt es das BKB gegen den Silence und gegen AA-Ulti. Jetzt mal zurück. Ja. Da war etwas sehr optimistisch. Was passiert da oben gerade? So, wir warten mal auf Shakiro und dann gehen wir smoken. Sollten eigentlich auch zu dritt gut jemand killen können. Hat's nicht mal mehr den Ulti gebraucht. Autsch. Sehr schön. So, ein bisschen Mana regenerieren mit Sadist. Sauber. Sehr schön. So, und hier für euch Jungs. Kunkka Ulti V1. Na, das sieht doch gut aus. Ach komm. Nicht mal Sadist hilft mir. Stimmt.
How exciting! Their middle tower is destroyed. So. Bottom tower being attacked. Dire have fortified their tower. So, der Morphling kommt eh ganz gut weg. Unfortunately, the enemy's mid barracks is full. Sehr schön. Ups, der Jakiro muss da mal aufpassen. Ich hole mir immer noch wie geplant BKB. Das war knapp. Ich hätte zwar ganz gerne noch den Kill auf dem Io gehabt, aber ich habe nichts dagegen zu überleben. Jetzt hole ich mal ganz kurz, dass mich nicht der AA-Ulti noch erwischt. Den sieht man ja auch auf der Map. Huh. Na, kommt der AA-Ulti. Den Marker sieht man halt auf der Map fliegen. Bis jetzt aber noch nicht. Ja, und jetzt bin ich aus der Gefahrenzone raus. So ist gut. Autsch. Okay. Hi. Ach ja, PA. Autsch, autsch. Das tat weh. Autsch. Oh, oh. Da hat es zum Glück gerade noch gerettet, dass sie dann wieder zurück sind. Meine Herren. Hätte aber auch jemand mal hochporten können zum Helfen. So, die sollten ruhig mal Town Portals mitnehmen. Die laufen alle ohne Town Portal rum. Das muss nicht sein. Und nur eins dabei haben, wenn man gleich wegportet, ist auch nicht Sinn der Sache. Dann hat man auch danach nur noch eins. Oder bisher null. Ah, der Rücken ganz verspannt. Muss ich mir irgendwie ein bisschen gerade hinsetzen. Sitzt hier völlig schief und krumm. So, jetzt ist ein bisschen entspannter jetzt. So ist gut. So, jetzt gucken wir mal. Oben ist Slark. Ne, mit dem Io am Sack ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Aber wir haben eine Lane down und haben noch keinen einzigen Tower verloren. Das sehe ich jetzt erst so in der Konsequenz, dass es so krass ist, dass wir noch keinen einzigen Tower verloren haben. Hm. Hätte ich lieber an mir gesehen, aber naja. Geht das durch den Fog der Death Pulse? Na gut, die eh nicht. Komm! Sauber! Phantom Assassin ist tot, das ist das Wichtige.
Na komm, noch ein... Jawohl, das Schiff. Ein Schiff. Man hält's nicht aus. 2 für 3 und vor allem die PA tot. Das ist halt das. Da werde ich gleich bestraft, weil ich Dagon nur Level 1 habe. Ja, das wird halt gleich bestraft. Dagon Level 1. Das ist halt lächerlich. Ich brauche halt Dagon... Level... 5. Ja, ein bisschen heilen nebenbei. Dann können wir Roshan machen eigentlich mal. Hm, extra nach unten geportet. So richtig mögen sie noch nicht. Und ich will endlich mein BKB fertig haben. Gegen Silence hätte das eben mal gut geholfen. Na gut, wir zwei brauchen... er heilt sich da. So, gehen wir mit Smoke rein. Die wahrscheinlich sinnvollere Variante. Jetzt haben wir uns den Smoke auch gerade sparen können mit der Aktion. Aber es sieht nicht so aus, als wären sie auf dem Weg zu uns. Von dem her. Na gut, gehen wir unten lang. Auch nicht so schlecht. Ich glaube, ich kaufe mal inzwischen wieder Wards, weil von den anderen will das anscheinend keiner mehr. Tier 1 gegen Tier 2, das ist ein okayer Tausch. Ne, das warten, bis der Ulti vorbei ist. I'd like not to lose my top tower as a thought you ever have. I suggest you get over there right away. Well, my goodness, your top tower is being attacked. Enemy towers are now invulnerable. Top tower under siege. I'm back with the time. Muss die sogar noch die Thread switchen. Da unten, wo ich kein Hotkey habe. Super. Er hat immer noch... Okay. Der Morphling hat immer noch Aegis, oder? Der hat ja nie Aegis. Und ich bin ja verdammt low. Vielleicht sollte ich dann doch ein bisschen aufpassen jetzt. Und weggehen. Wo? Wer hat denn das Aegis gehabt? Wenn er es nicht hatte, der Krunk hat das gehabt. Anscheinend. Ich würde dich vertan. Ich dachte mir die ganze Zeit, der Morphling kann ja da vorne stehen und alles verhauen. Der hat ja eh sein, Aegis. Aber hat er gar nicht. Achso, und jetzt habe ich gar nicht genug Platz gerade für meine Wards. Ja, wurscht. So, machen wir das mal so. Im Moment sind die eh auf Cooldown. Stelle ich die Wards auf und dann... versuche ich mir die Town Portals wieder zu holen.
Der Jakiro ist ein bisschen angekackt. So, wir können jetzt ruhig ein bisschen offensiver worden, weil wir wahrscheinlich die sind, die hoffentlich als nächstes dann pushen. Einmal hier und dann auch vielleicht sogar da. Okay, passt. So, jetzt kann ich mir mein Town Portal auch wiederholen. Und alles ist gut. So. Aghanims Zepter steht auch tatsächlich als nächstes auf meiner Rechnung. Gönn mir da auch mal was. Okay. Wie schnell es eben rübergezogen kam. Als hätte es irgendwie kurz gelaggt und würde danach jetzt so. Dann mit extra Speed kommen. Was hat er inzwischen eigentlich? Okay. Das sieht auch ganz gut aus. Jetzt haben wir einen neuen Smoke. Ja, vielleicht hätte es nicht unten stehen sollen, so ein bisschen. Sie da eine Ward in der Nähe haben, was etwas sehr offensichtlich. Aber was soll's, wir probieren es einfach. Na, wie sie sich verhalten, haben sie es gesehen. Hätte nicht mal den Ulti gebraucht. So, jetzt holt euch mal die. Wir müssen jetzt mal ein bisschen aufpassen. Sauber. Sehr schön. Puh. Schöner Double Kill. Das noch umgedreht. Und damit könnten wir das Spiel gewonnen haben. Oder? Hat mir auch die Sadist Regeneration halt geholfen, nachdem ich die PA mit dem Dagon gekillt habe. Puh. Da hat sich Dagon auch mal defensiv gelohnt, richtig jetzt. Jetzt habe ich mal richtig Kohlen. Gibt sogar noch ein Schiff obendrauf. Einmal for free. Ah. Gut. Lustiges Spiel. Der Jakiro hat ganz cool gespielt. Der lobt sich auch gerade selber. Haben eigentlich alle ganz cool gespielt. So. Der Kunker war so ein bisschen fragwürdig, gerade oben am Anfang. Aber der Ogamagi und Jakiro, bei mir lief es auch ganz gut. Morphling gut gefarmt. Die PA hat, wie sich für sie gehört, natürlich mich ein paar Mal ordentlich zerlegt. Der Slug ging auch einigermaßen. Dann kann ich schlecht sagen, ehrlich gesagt. Silence hat ein paar gute Ultis gelandet. War halt Support, wie man auf den Items sieht. Ayo kann ich total schlecht einschätzen, wie es für ihn lief. Und AA immer ein paar gute Ultis, aber ansonsten auch schlecht sagen. Aber insgesamt lief es ganz offensichtlich bei uns besser. Natürlich dank meines Dagons.